Mit der Smart Select-Funktion können wir Inhalte von Webseiten oder aus anderen Apps kopieren, um sie später weiterzuverwenden. Um die Smart Select-Funktion zu aktivieren, nähern wir uns mit dem S Pen dem Tablet, drücken den Knopf, so dass sich das R-Befehlsmenü öffnet. Nun wählen wir Smart Select aus. Wir sehen, dass sich unter dem Stift ein kleines Quadrat bildet. Und damit können wir jetzt beliebige Inhalte markieren, die wir kopieren wollen. Die kopierten Inhalte können wir jetzt speichern, freigeben, also an andere Programme schicken, oder wir können aber auch weitere Inhalte sammeln, um zum Schluss dann alle auf einmal zu speichern oder an ein anderes Programm zu schicken. Also klicken wir hier auf Sammeln. Um jetzt weitere Inhalte sammeln zu können, drücken wir hier das Plus und es bildet sich wieder das kleine Quadrat. Und jetzt können wir zum Beispiel hier ein Stück Text markieren. Wenn Textstücke markiert und kopiert werden, kommt häufig ein kleines T. Das heißt, dass man den Text aus dem Markierten extrahieren kann. Wenn wir das T drücken, sehen wir hier, dass er den markierten Text erkannt hat, aber auch noch das, was vorher da stand. Diesen Text können wir jetzt übersenden, zum Beispiel in die Zwischenablage kopieren. Der ist jetzt in der Zwischenablage gespeichert. Von dort aus können wir ihn dann später zum Beispiel in Word einfügen. Aber bevor wir das machen, wollen wir diesen Text behalten, also sammeln wir auch den. Und der wird da oben zu den anderen gesammelten Bildern hinzugefügt. Wenn wir jetzt zu Word wechseln, können wir den extrahierten Text über Einfügen in Word einfügen. So, nun wollen wir aber noch weitere Inhalte sammeln und gehen dazu zum Beispiel zu YouTube und nehmen ein Video und wollen jetzt ein Bild aus dem Video extrahieren. Also drücken wir wieder Plus, so dass wieder das Quadrat kommt und wir können jetzt während des Videos beliebige Inhalte markieren und die werden kopiert und wir können sie dann zu unserer Sammlung hinzufügen. So. Wenn wir fertig sind und alle Inhalte gesammelt haben, dann wählen wir hier unsere gesammelten Inhalte aus. Wir können sie jetzt alle auf einmal speichern, freigeben an andere Programme oder dann bearbeiten und auch löschen. Wenn wir sie jetzt freigeben wollen, wählen wir die Elemente aus von denen, die wir freigeben wollen. Diesmal wollen wir alle Bilder als E-Mail weiterschicken. Also drücken wir auf Freigeben, wählen die E-Mail aus und einmal wird der extrahierte Text hier eingefügt, aber auch die kopierten Bildinhalte. Somit können wir das dann alles jemandem schicken. Und die kopierten Inhalte bleiben so lange erhalten, bis wir sie löschen. Wir können sie gedrückt halten und dann einfach hier oben in den Papierkorb schieben. Und es wird gefragt, ob wir alle Elemente löschen wollen. Also löschen wir sie.